Halli, Hallöchen zu einer neuen Folge bei D4 und wir sind noch immer mit Olivia auf der Suche nach Hinweisen im Frachtraum. Und nachdem wir die Dunkelheit, die da hinten lag, überwunden haben, gucken wir mal, wo es weitergeht. Da wäre zumindest mal Amanda oder die Katze, die dasselbe macht, was Amanda macht. Ihr wisst, was ich meine. Und haufenweise Käfige. Schrille, zitternde Stimme. Was? Was soll denn das bedeuten? Keine Ahnung. Und das? Kann ich zumindest irgendwas drehen? Ach, drehen wir mal. Was auch immer das bewirken mag. Ah, wir haben wieder Strom. Olivia, why is the DEA going after real blood? There are plenty of other drugs causing issues on a national scale. You're right. There are many other drugs we need to go after. But somehow, real blood feels different from those. It feels more twisted, more dangerous than something just being used as a source of income. Hmm. We've found a lot of strange corpses and incidents related to real blood. People with all their skin reversed, drowned in the absence of water. Whoa. Bodies with all the blood removed from their body. You know something about real blood, don't you? Maybe. Und ein neuer Beweis. Sehr schön. Okay, was gibt's denn hier noch so? Kann ich da eigentlich... Nö, das macht nichts. Außer das. Was? Ist jetzt Wasser rausgekommen? Oh mein Gott, da pinkelt ein Hund raus. Okay, geht es bei den anderen auch? Okay, da furzt ein Schwein. Was war das? Federn und was sind das hier? Irgendeine schwarze Substanz, wo ich gar nicht wissen will, was das ist. Yo. Looks like those gunshots came from here. The machinery section is through there. Looks like the door is locked. So there was a skirmish here, and then he ran further inside. There's no power. Damn it! Almost got it. Huh? Okay. Olivia, did you see that guy? See who? What did you see? Things are worse than I thought. Okay, wer zur Hölle war denn das jetzt? Der Frisur nach zu urteilen müsste das Philipp gewesen sein, aber der sah irgendwie sehr Cyborg-mäßig aus. Eine Medaille, danke. So, wir brauchen aber noch irgendwie Strom und wie man sieht, das eine Kabel hier, das haben wir schon erledigt. Moment mal, das ist aber hier ein anderer Raum, oder? Ja, okay, was gibt's dann hier? A cell phone. No. It's a PDA. Hmm. Not a standard retail model either. That light means there's been a missed call. Ah, I knew it was his. Oh man, a special training program for undercover operations? Also ist Philipp anscheinend auch nicht unbedingt ein Stuart, sondern irgendwas anderes. Ach, starten wir mal das Programm, mal sehen, was es da gibt. Even the military uses games for training now, huh? I guess I can give it a try. Ja, warum denn nicht? Wir haben ja Zeit. What?
Wird das wieder irgendein Quiz? Es ist ein Quiz. One wrong answer and you will fail instantly. How are the telephones on international flights connected to the ground? Was weiß ich? Ich sag mal Satellit. Correct. Recently, internet connection services have been implemented. They also link to a satellite that connects them to the ground. What is the lifespan of a standard aircraft? Die Lebensdauer. Ja, dachte ich mir schon. When maintenance becomes more expensive than a replacement, aircraft are put to rest. With perfect maintenance, some can keep flying for 50 years. What's the name of the aircraft check, in which every part is disassembled? Bodycheck. Ewigkeitscheck. Ich sag Bodycheck. Natürlich ist es das nicht. $9.99. Incorrect. Take into account that checks have ranks assigned to them. Game over. Don't give up. Ja, dann wird es wahrscheinlich der D-Check gewesen sein. Na, das probieren wir doch nochmal. Zumindest die erste Stufe werde ich ja wohl schaffen, hä? Ja, weiter, weiter. Ist zumindest gut, dass die richtigen Antworten schon markiert sind. Das hier. Dann müsste das der D-Check sein. Schon wieder D. Zufall? Ich glaube nicht. Ja, die Zeitspanne, in der die meisten Flugunfälle passieren, nennt man auch die kritischen. Woher zur Hölle soll ich das wissen, ey? 11 Stunden? Nein. That's too long. We're talking about a focused period of time. Something shorter. Game over. Don't give up. Ach, na dann nochmal. So, starten. Zumindest eines Mal schaffen. Ja, weiter, weiter. Nö, hier ist es. Der D-Check. So, jetzt kommt wieder das kürzer, über einen kürzeren Zeitraum. Naja, das ist beides kürzer. Ich sag mal Minuten. Okay. The critical 11 minutes. Accidents usually happen in the 3 minutes after takeoff and 8 before landing. This is the time when concentration and care are most required. Aha. Is the thickest part of the outer wall of the aircraft body. Wie dick ist der dickste Teil der Außenhülle? Ich würde sagen 2 cm. Incorrect. This isn't an armored aircraft, so there's no need to go overboard. Consider that aircraft are kept as light as possible. Game over. Don't give up. Try again. Also das ist mal definitiv nicht mein Quiz. So viel steht mal fest. Ja, ja, ja. So, hier hat mir dann den D-Check. Weiter. Die 11 Minuten. Dann würde ich hier sagen 2 mm. From titanium and aluminum. It's designed to resist internal pressure. The minimum thickness is 1 millimeter. Surprisingly thin, isn't it? Ja, schon irgendwie. Test maniac level have been answered correctly. Congratulations. Das Jägerset, sehr schön. Keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich freue mich darüber. However, we're only just getting started. Now we will proceed to the aircraft test gate level. It will initialize as soon as you are ready. Ach nö. Nicht jetzt, Junge. I don't have time for this right now. Better quit before I get sucked in. Ja, sonst werde ich hiermit wahrscheinlich irgendwie 5 Folgen verbringen, bis ich da alle durch habe. Ja, hier mal ein paar Bohnen. Hilfeset, aber meine Leben sind eigentlich voll, da brauche ich das nicht unbedingt.
Oh, wieder Zeitschriften. Dimension. Und was ist das? Klatschzeitschrift. Da gucken wir mal in die Klatschzeitschrift. Eine Verschwörung der Regierung. Oh mein goodness. Die erschreckende Wahrheit hinter künstlich erzeugten Blitzen. Uns haben erschreckende Informationen aus verlässlicher Quelle erreicht. Darin wird im vollen Umfang die Wetterkontrollwaffe der US-Regierung beschrieben, mit der das Oberkommando des US-Militärs überall auf der Welt Blitze einschlagen lassen kann. Mehr als 5000 Menschen wurden bereits Opfer dieser Höllenmaschine. Unsere Quelle ist ein hochgeachteter Meteorologe, Mr. K. Mr. K. verriet uns, dass die Regierung der USA das Gerät zur künstlichen Erzeugung von Blitzen im Jahr 2002 entwickeln ließ und es dann als Satellit getarnt in die Erdumlaufbahn beförderte. Die Regierung kann nun beliebige Personen ins Visier nehmen, sie eliminieren und alles wie einen völligen Zufall aussehen lassen. Das ist die schreckliche Wahrheit, mit der wir nun leben müssen. So fasst Mr. K. die Lage während unseres Interviews zusammen. Ist es tatsächlich möglich, Blitze künstlich zu erzeugen? Manche mögen es bezweifeln, doch solche Geräte sind bereits in der freien Wirtschaft entwickelt worden und werden hauptsächlich genutzt, um Schutzmaßnahmen gegen Blitze zu finden. Mr. K. zufolge ist das Gerät im Besitz der US-Regierung aber viel mächtiger und darüber hinaus präzise genug, um eine Person aus dem Orbit zu treffen. Um diese Waffe zu nutzen, muss aber ein kleiner Sender am Ziel angebracht werden. Dieser sieht aus wie ein kleines Metallstück. Amerikanische Regierungsagenten platzieren diese Sender an den Zielen, indem sie zum Beispiel unter deren Habseligkeiten verstecken oder sie ihnen subkantan implantieren. Was zur Hölle ist subkantan? Keine Ahnung, ich schätze mal irgendwie unter die Haut oder sowas in die Richtung. Mr. K. selbst wurde offenbar ein ebensolcher Sender in der Vergangenheit eingepflanzt. Er zeigte uns das Metallstück, das chirurgisch entfernt werden musste, aber tatsächlich sah es so aus wie ein harmloses Stück Metall. Wir werden ständig von der Regierung überwacht. Unser aller Leben liegt in ihren Händen. Ich will, dass mehr Menschen dieser Tatsache bewusst ist. Meine Fresse, wie viel labert der noch? Wie all die anderen Edelwissenblower vor ihm, will Mr. K. die ignoranten Massen von der Regierungsverschwörung warnen, die sie bedroht. Gibt es denn keinen Weckruf, durch die sich mehr Menschen von diesen Wahrheiten überzeugen lassen, damit sie tapfer zu den kühnen Taten schreiten, die doch offenkundig nötig sind? So was aber auch. So, und was gibt es denn noch im Dimension Magazine? Über Comics und Filme. Das ist ja schon ein bisschen interessanter als die Verschwörungstheorien. Filmgeschichte. Im Jahr 1895 machten die Brüder Lumière die erste Realfilmaufnahmen. Die Bilder zogen alle Betrachter in ihren Bann und wurden rasch zu einem neuen beliebten Unterhaltungsmedium. Dies war der Beginn der langen Geschichte des Films. Im Laufe der Fortentwicklung des Mediums wurden die Laufzeiten länger und die Geschichten wurden erzählt. 1927 wurde endlich der Ton hinzugefügt, es war die Geburtsstunde des sogenannten Tonfilms. Recht kurz darauf folgten Farbfilme, sie brauchten einige Zeit, um sich durchzusetzen. Danach entwickelt man spezielle fotografische Verfahren, Computergrafik und andere Technologie, die Meilensteine auf dem Weg zur modernen Filmproduktion darstellten. Doch die Geschichte des Films hatte auch ihre dunklen, traurigen Momente. Mit Filmen wurde Politik gemacht und Propaganda verbreitet und es gab eine Zeit, in der die künstlerische Freiheit eingeschränkt war. Kriegen und Vandalismus fielen viele unersetzliche Werke zum Opfer. Unersetzliche. Das ist richtig. Der Film an sich hat jedoch all diese Hindernisse überwunden und ist noch heute eine der repräsentativsten Formen der zeitgenössischen Unterhaltung. Dies ist der unermüdlichen Arbeit aller Menschen geschuldet, die den Film in seiner Geschichte unterstützt haben und ihr Geist lebt in der neuen Generation an Talenten weiter. Aha. Naja, es war jetzt mehr ein bisschen so allgemeines Blabla, aber naja. Schon wieder mal in den Volk. Gibt's ja drin sonst noch was? Nö, habe ich eigentlich alles. Okay. Dann gucken wir mal, muss ich zurück? Müssen wir noch irgendwas bei diesem Generator hier machen? Wieder mal die Scheibe sauber machen. Na gut, dass das nicht dreckig ist, hä? Wahrscheinlich werde ich dann wieder irgendwo einen kleinen Fleck übersehen, sodass das Spiel nicht registriert, dass ich eigentlich alles gemacht habe. So, putzi putzi. Ach, das reicht, okay.
Oh mein Gott, dann soll ich das hier verkabeln? Ach du meine Fresse. Ich schätze mal, ich muss hier... Wieso kann ich nur die beiden bewegen? Ach nö, das ist sowas. Oh. Das mag ich aber gar nicht. Ich hasse sowas. Gehen wir mal hier rüber. Dann gehen wir das hier runter. Eigentlich reicht das, oder? Oder nicht? Muss ich sonst noch wohin? Hä? Schätze mal, dass ich hier durch muss. Hier unten rechts. Oder? What the fuck? Wieso geht das noch nicht? Irgendwie keine Verbindung oder? Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, wieso das nicht funktioniert. Wobei ja manche hier so rote Ränder haben und manche haben grüne Ränder. Woran liegt denn das? Sollen die in die Ecken oder? Nun versuchen wir es mal. Wenn ich das hier in die Ecke mache. Ah, okay. Jetzt scheint es zu stimmen. Aha. Spiel abgeschlossen. Tja, das war dann wohl das Ende von D4. The wires have been connected. That should restore power in this section. Okili Dokili. Heißt also, wir könnten jetzt die Tür öffnen. Na, dann mal durch. Weil ich hätte mir vielleicht noch meine Ausdauer auffrischen sollen. Naja. Jetzt ist es zu spät. I've got a good idea about the identity of that thing back there. But in that case, what's the Marshal playing at? Just over 2 years ago, there was a detective who quit over a real blood murder. Sounds like he was forced out under suspicion of possibly killing his wife. The report also says he was critically injured, including some memory loss. What do you think this former detective is doing now? What's your point? Please, answer me. I didn't kill her. I knew it was you. You're the detective from that case. And that's why you've muscled in on this one. What are you after? Don't tell me. Revenge? Listen. Back off. I can't let you become any more involved in this. Olivia, wait. Hands up. Don't move. Place your hands behind your head and lie down on the ground. Lie down on the ground, now! Olivia, get your head down! Whoop. Ow! Damn it! Olivia? I'm okay. Eagle calling Delta. Agent Chaney, please respond. Philip! Oh no. Go on ahead. I'll be right behind you. Okay, action geht los. Whoop. Was? Wieso habe ich verfehlt? Ich hab's doch gemacht. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Oh oh. Na, wunderbare Landung. Oh. Meins. Na, mach's dick. Ach. What the heck?
Na klar, mit dem Kaugummi die Flugbahn abgelenkt. Warum auch nicht? Oh. Hui, gerade nochmal geschafft. Auch wenn ich nicht wirklich gut jetzt war, muss ich sagen, da habe ich einiges verkackt. Mag ich nicht. Marshall, please, don't do anything stupid. Okay, das heißt, Olivia haben wir zurückgelassen und wir sind wieder selbst unterwegs. Okay. Aber was zur Hölle hier jetzt schlussendlich abgeht mit dem Blitzen und all dem Scheißdreck, das sehen wir dann in der nächsten Episode von D4. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.